Hallo, 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 willkommen zurück bei The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ja, ich mache direkt weiter. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, als ich einmal hier rausgehen wollte und dann einmal wieder zurück. Man sieht schon, es hat sich etwas verändert. Der Berg da oben ist anscheinend ziemlich am Dampfen. Und ja, wir gehen nochmal zurück, weil wir brauchen etwas ganz Bestimmtes. Zack, 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 zack. So, wenn ich jetzt hier reingehe, müsste doch die Alte mir ein Lied anbieten, oder nicht? Kriege ich von dir noch ein Lied? Nein, das kriege ich erst später. Okay, dann lassen wir das. Gut, ich hatte letzten Part etwas erwähnt, worüber ich eingehen wollte. Bla 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 bla. Nämlich, wer Twitter verfolgt hat, weiß schon, um was es geht. Nämlich, ich spiele zurzeit etwas WoW, World of Warcraft. Und ich bin im Moment in einem Gebiet, wo ich die ganze Zeit einfach nur rumlaufe, so Level 20, 25 bis 35. Ja, dachte mir, okay, voll cool. Kommt plötzlich so ein Spieler aus dem Gebüsch gesprungen und haut mir einen rein. Und ja, das hat jetzt nicht hier. Und ja, dann dachte ich mir erstmal, hä, was soll das? Kann der cheaten oder wie? Nein, kann er nicht. Ich war Horde und er Allianz. Die können sich gegenseitig kloppen. Und dann, also das war über den Tag relativ oft. Also es war nicht nur einmal so, es war schon ein paar mehrmals so, dass wir nach Kakariko gehen. Und am Abend, so gegen 1, 2, also schon tief in der Nacht, nicht mehr am Abend, kam dann einer her, also war ich in dem Kolosseum irgendwo und da habe ich mich mit jemandem unterhalten aus der Allianz und der hat mir geholfen. Es war wirklich einer da, der mich nicht sofort aus den Gamaschen geboxt hat. Es gab wirklich noch nette Leute. Das fand ich richtig schön. Also das hat mich richtig geehrt. Also viele Grüße an dich. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt, aber auf jeden Fall voll cool von dir. Finde ich tipptopp. Sollte mehr solche Leute geben. Auf jeden Fall, wir sind jetzt erstmal bei Zelda. Wir sollten nach Kakariko. Wir sind praktisch schon direkt an einem Tempel dran. Aber der kommt erst viel später. Was man denn später machen? Nein. Hä? Ich bin gerade verwirrt, was wir eigentlich jetzt in Kakariko sollen. Eigentlich ist es total sinnlos, dass wir nach Kakariko gehen. Oder wir gehen über Kakariko durch Goronia durch. Gehen dann. Ja, ich glaube, das werden wir eher so machen. Wir können ja mal kurz bei dem hier schauen, was der Neues im Angebot hat, weil für mich im Moment etwas leer. Nix, gut. Dann gehen wir mal hoch. Auf jeden Fall, wir können jetzt auch mal kurz probieren, also sehen, wie stark unser Schwert geworden ist. Also im Gegensatz zu diesem kleinen Nahkampfstachel. Wir haben diese Viecher dort oben am Hang, also diese roten springenden Viecher, mit 2 bis 3 Schlägen getötet. Und jetzt machen wir einmal Bam und tot. Also einmal quer die Klinge meines Schwertes durch den Schädel gerammt. Und er ist tot. Endlich mal etwas mit Power. Stirb. Ja, gegen die bin ich trotzdem noch machtlos. Hier renne ich jetzt einmal hinauf. Da ist dann auch noch der Feuertempel, der zweite Tempel, dauert auch noch etwas. Also wir rennen jetzt gerade mal wegen durch. Den ersten, also wir haben jetzt den vierten gesehen. Also der da unten in Kakariko war der vierte Tempel. Dann haben wir hier einmal den zweiten Tempel und wir machen uns jetzt auf den Weg zum ersten Tempel. Soweit ich weiß, kann man auch. Ich glaube, den vierten kann man auch so machen. Nein, den vierten kann man nicht so machen. Nein. Das labere ich. Bin ich doof. Gut, so. Schauen wir mal da rein. Hier ist eine Truhe. Ey, hier ist eine Truhe. Hier ist eine Truhe. Kameraführung, ne? Und ich habe wieder nicht auf die Uhr geschaut. Ich bin gut. Machen wir auf jeden Fall noch 13 Minuten. Da kriegt man wenigstens etwas im Part geschaffen. Und es wird Nacht. Stört uns relativ wenig, weil. Ist egal. Ich hoffe, dass wir es bis heute den Tempel reinschaffen, in den neuen. Wir werden jetzt einfach strikt durchrennen. Damit wir das so schnell wie möglich schaffen. Geht's da? Nein, nein. Ein Stockwerk tiefer.
Man kann sich aber schon das Schwert kaufen, oder nicht? Wie viel Rubine haben wir? Wir haben 150. Scheiße, kostet 200. Gut, können wir uns noch nicht kaufen. Egal. Ein andermal. Nach dem Tempel holen wir uns das Schwert, weil dieses Schwert, was wir uns dann kaufen, ist etwas, naja, sagen wir mal, tschechische Ware, sagen wir so. Da haust halt 10, 20 Mal auf einen Stein und das Ding bricht. So, dieser kleine Spast hier, der will uns jetzt nicht durchlassen. Was machen wir am besten? Er kennt Salia. Und wir haben Salias Lied. Scheiße. Wie ging Salias Lied nochmal? Ich will jetzt dann nachschauen. Warte, Nein. Nein, das ist auch falsch. Moment, ich krieg das hin. Das ist auch falsch. Hab ich eh wieder verkackt, Mann. Das ist auch ein anderes. Mann, die geht es ja. Sagen, lässt sie nochmal. Du. Hä? Ja, wir haben's! Gut. Dachte, ich müsste jetzt schon das Inventar wieder öffnen und. Diese Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia? Das Lied? Salia hat es. Hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut. Ich vertraue dir. Komisch. Irgendwoher kenne ich dich. Tja, ich kenne dich zu gut. Gut. Einfacher Trick, hier ging es auch lang, aber das erst später. Vielleicht glaube ich noch eins weiter. Dann nach links. Links um. Schon mal das Schwert zücken. Und dann nach rechts. Waldlichtung. So, und jetzt müssten ein paar Viecher kommen. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, das Labyrinth hat sich etwas verändert. Hier kommt schon eine Meldung. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keiner dieser Typen erwischt. Drücke Z und stelle dich gleich in die Richtung. So schaust du sofort den Gegner hinab. Ja, okay. Mhm. Okay, ja, das kenne ich schon. Nämlich. Ja. Alter! Ja, man sieht schon, hat sich etwas verändert. Nein, meine Fresse, du sollst doch nicht raus, du sollst ihn nur an die Kante stellen, damit du sonst so... Dreh dich um, Arschgeige. Ja, man sieht, es hat sich etwas verändert, diese kleinen komischen spuckenden Viecher. Sind Schnee von vorgestern. Man hat diese Viecher kurzerhand degradiert und gegen Zentauren ersetzt. Kann der nicht schleichen? Nein! Geh weg! Du Spast! Ich bezweifle... Nein! Du Idiot! Du bist doch so doof, ey. Der Controller ist definitiv viel zu sensibel. Ich bezweifle, dass wir es in diesem Part hier noch durchschaffen. Meine Fresse, dass das so schwer ist. Aber damals voll einfach. Voll easy going. Machen das jetzt auf Rambo-Version? Piss dich! Lass mich in Ruhe! Wir haben ihn im Bild! Alter, ist das ein Schrank! Der schaut ja aus, ey! Piss dich nochmal um! Leck mich! Ja, bin euch! Tschüss! Ich bin weg! So ein Idiot! Was machen wir jetzt mit dem hier? Ach, wir müssen den erstmal durchlassen, okay. Drehst du um? Oh ja, der dreht um. YOLO! Da-d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 a. YOLO! Gib Gas, Alter! Oh, ja! Ey, das geht doch viel geiler! Doch noch Leute, die Rambo-Version vorziehen? Ne? Da
Danke fürs Durchlassen. Gott, bist du schwul? Oh. Hier geht's ja weiter. Ich dachte, wir wären hier jetzt schon am Ende. Sind wir schon am Ende? Ja, anscheinend. Das sehe ich keinen weiteren. Nein! Wir sind hier noch nicht am Ende. Gut. Da haben wir noch einen von diesen komischen Typen. Ich schau gerade mal, ob wir schleichen können. Alter, schleichen können wir echt. Da darf ich den Controller ja nur anhauchen, ey. Geht mir überhaupt nicht, weil die hören unsere Schritte. So, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ich halte hier gerade den Control-Stick mit zwei Händen. So, das war absichtlich. Der uns hier durchlässt. Ja, meine Lache ist schon manchmal ganz schön psycho. Gut, wir haben 23 und sind schon fast im Tempel, hey. Und jetzt kommt noch mal ein richtig mega Fettsack. Jo, Mann. Alter, aua. Das hat wehgetan. Minimal. Nein, du bist schlecht. 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 Alter, Mann, der sollte vorbeirollen. Dreh gleich durch. Du. Hau dir auf die Fresse. Das ist ein größerer Schläger. Das ist unfair. Warte mal, halt nochmal, bis er einmal schlägt. Hier, stirb. In den Arsch hier. Ab in die Arschritze. Dass du schön umkippst. Bisschen Kohle einsacken. Und endlich sind wir da. Cutscene. Hm? Da fehlt jemand. Wo ist Zalia? Jetzt weiß ich wieder, was wir brauchen. Warum wir nach Kakariko sollen. Jetzt weiß ich es wieder. Wir brauchen jetzt ein bestimmtes Item, um überhaupt in diesen Tempel zu kommen. Nämlich den Enterhaken. Scheiße. Das habe ich jetzt nicht bedacht. War jetzt echt blöd von mir. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal zurück in die... Erstmal nach Kakariko ein Lied lernen, es als Junge spielen und dann kriegen wir... Ach ja, ja, da müssen wir diese Grabtour mit dem... Typen da machen. Oh Gott, da muss ich mir dann nochmal erstmal anschauen, wie das alles ging. Das ist nämlich ein Abteil, das habe ich gehasst. Menuett des Waldes. Aber so kommen wir wenigstens schon mal viel schneller zum Waldtempel zurück. Da wir jetzt dieses Lied haben. Wir können uns nämlich auch mit diesen kleinen Platten da unten porten. Kann ich? So. Spiele das Menuett des Waldes. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Mepeles, wir werden uns wiedersehen. Eines Tages, nicht jetzt, nicht hier, aber wir werden uns garantiert noch viel, viel öfter wiedersehen, leider. Aber ich würde erstmal sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Kakariko wieder. Wenn es dann heißt, zurück bei Zelda, ab in die Gruft. Und ja, eine schöne, schöne, schaurige Grabtour. Und ein kleiner Vorgeschmack auf den vierten Tempel. Ich würde mal sagen, das war's. Und wir sehen uns beim nächsten Mal im Part wieder. Ciao.